und herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal Carinas süße Welt. Jetzt habe ich hier 250 Gramm Butter geschmolzen, die ist aber wieder etwas abgekühlt. Dann habe ich hier 300 Gramm Zucker, 250 Gramm Mehl, 100 Milliliter Wasser, 3 Esslöffel Backkakao, 100 Gramm Joghurt, 5 Eier und ein Päckchen Backpulver. Ich fange an, indem ich die Butter mit den Eiern aufschlage. Dann kommt der Zucker hinzu und die anderen Zutaten. Das seht ihr dann gleich. Jetzt gebe ich circa die Hälfte des Teigs in eine andere Schüssel und werde diese mit dem Backkakao hier vermischen. Und dann kommt es in eine Springform, die habe ich bereits ausgelegt mit Backpapier. Und dann kommt jeweils ein großer Löffel von dem hellen, ein Löffel von dem dunklen hinzu. Für den Guss nehme ich jetzt etwas Amarula, das ist ein Fruchtlikör. Ich werde immer etwas von dem Amarula in den Puderzucker hineingeben, bis dieser eine sirupartige Konsistenz hat und dann kann man ihn später gut über den Kuchen gießen. Natürlich könnt ihr auch alternativ zum Alkohol etwas nehmen, was kein Alkohol enthält, zum Beispiel Zitronensaft, Orangensaft. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und hier ist der fertige Kuchen aus dem Ofen, noch leicht warm und schon mit Zuckerguss überzogen. Ich werde ihn jetzt nochmal anschneiden und euch zeigen, wie er von innen aussieht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, ihr schaltet bald wieder ein. Tschüss!